Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Was ein geiler Sonnenaufgang, Leute. Aber ich sag euch, es wird wirklich Zeit, in den Süden zu fahren. 8 Grad heute Nacht. Besonders so um 4, 5, 6 Uhr morgens, bevor die Sonne aufgeht, kommt hier so eine Kälte rein. Geiler Sonnenaufgang, oder? Sollst alles zusammen essen und das nicht erst runterschlecken, Pepper. So war das nicht gedacht. Wer schon lange die Videos schaut, weiß, wir hatten vorher ja diesen Bus. Und ich muss wirklich sagen, ich vermisse den Bus nicht oft, weil er für uns wirklich viel zu klein war. Was ich aber wirklich vermisse, ist die Dieselstandheizung in dem Bus. Wenn man für 2 Wochen irgendwo wegfährt, dann ist es ja egal, ob man Gas- oder eine Dieselstandheizung hat. Aber für Leute, die so lange unterwegs sind wie wir, ist es wirklich geil, eine Dieselstandheizung zu kriegen. Den Diesel kann man einfach überall an jeder Tankstelle auffüllen und er verbraucht doch nicht viel. Die Dieselstandheizung ist wirklich das Einzige, was ich an meinem alten Bus vermisse. Und vielleicht, dass das lange Surfboard reingepasst hat. Jetzt gibt's erstmal einen warmen Kaffee, um uns aufzuwärmen. Ab heute Nachmittag steht den ganzen Tag Regen an. Wir müssen also unbedingt vorher hier rausfahren, nicht dass wir schon wieder stecken bleiben. Darauf habe ich wirklich gar keine Lust. Und ich habe die letzten Stunden damit verbracht, rauszufinden, wo wir unser Gas auffüllen können. Und ich bin fündig geworden. Jeden Sonntag müsste man unten an der Algarve deutsche Gasflaschen austauschen können. Das steht auf jeden Fall für Ende der Woche an. Ich hoffe mega, dass das Ganze klappt. Dann müssen wir frühs endlich nicht mehr frieren. Das ist ein guter Name. Das ist. Wenn du... Ich habe was für dich. Ja, morgen ist der 1. Und als wir daheim waren, habe ich den Adventskalender gekauft. Wow. Und als wir zu Hause waren, da hast du noch ganz viel Tee gedrückt und bist du auf Kaffee umgestiegen. Und ich habe dir einen Adventskalender gekauft, wo du jeden Tag einen neuen Tee hast. Toll. Und bei uns stehen noch kleine Nachrichten drin. Dankeschön. Wollen wir uns den teilen? Ja. Danke. Schaut mal, mein Adventskalender. Oh Mann, in Peppers Bett ist immer so viel Sand. Wir sind hier in Porto Covo, einer ganz kleinen Stadt südlich in Portugal. Hier kann man es auf der Karte sehen, das ist Portugal und wir sind hier wirklich schon am unteren Zipfel. Und hier soll es entlang der Klippen überall so richtige Traumstrände geben. Es ist zwar heute kein Strandtag, aber wir versuchen trotzdem mal die zu finden. Alter, schaut euch das mal an, richtige Traumbuchten hier. Und da das Meer, die Wellen heute sind wieder gigantisch. Das war jetzt wirklich nur mal der erste Strand und in die Richtung gibt es ganz, ganz viele davon. Kommt drauf an, wie lange wir Lust haben zu laufen oder wie lange das Wetter noch gut bleibt, aber ich will auf jeden Fall so viele wie möglich sehen.
Ich habe nicht mitgezählt, aber es waren jetzt bestimmt an die 10 Strände. Einer schöner als der andere. Natürlich kommt es bei so einer Lichtstimmung gar nicht rüber. Mit Sonnenschein würde das Ganze noch 1000-mal geiler aussehen. Und jetzt fängt es gerade an zu tröpfeln. Das ist also ein guter Zeitpunkt, um umzudrehen. Es regnet! Lulle, schnell zurück! Wir sind jetzt extra nochmal in die Altstadt gelaufen, aber im Winter wirklich ausgestorben. Schauen, ob wir hier irgendwo einen Kaffee finden. Die meisten der Häuser sind aber wirklich für Touristen. Es sind überall die Rollos zu und hier ist so gut wie gar nichts los. Wir dachten eigentlich, dass man hier auf dem Parkplatz übernachten kann, aber irgendwie schaut es hier nicht so einladend aus. Deswegen fahren wir jetzt wahrscheinlich nochmal zurück zu dem See, denn das ist die beste Option. Das Ganze ist nur ein Umweg von 5 Kilometern und ich denke, ich werde am Anfang stehen bleiben. Es soll ja die ganze Nacht regnen und ich habe keine Lust, morgen früh stecken zu bleiben. Aber ein bisschen Action gehört auch immer dazu. Ich war gerade hinten bei Simon, hab gescheit gesagt, dass wir wieder hier sind, hab auf dem Weg dieses Holz gefunden. Heute Nacht wird es wahrscheinlich regnen, aber ich würde sagen, ich säge das schon mal komplett zusammen. Dann haben wir was fürs nächste Mal. Diese Kiste hier draußen ist echt perfekt, um das Holz zu lagern. Hätte ich das Holz im Wohnmobil mitfahren müssen, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, da das auch super viel Dreck ist. Ich hatte das ja damals im Crafter. Aber hier in diesem Außenfach schön voll gemacht. Das reicht auf jeden Fall für ein dickes oder zwei kleine Lagerfeuer. Guten Appetit. Es hat jetzt angefangen zu regnen und wahrscheinlich wird es den ganzen Tag auch nicht mehr aufhören. Erst ist immer die härtere Bind, sonst fliegen sie im ganzen Essen drum. Wie den Pepper seine, gell, Pepper schon. Sehr wichtig, auch bei strömendem Regen, die Sonnenbrille darf niemals fehlen. Brauchen unbedingt bessere Nüsse. Es hat die letzten Stunden wirklich durchgeregnet, also haben Jesse und ich uns überlegt, einen Nudelauflauf zu machen. Das ganze Gemüse erstmal in der Pfanne angebraten und dann mit Nudeln zusammen hier in den Omnia-Backofen. Damit kann man auf einer ganz normalen Herdplatte eine Ober- und Unterhitze erzeugen. Sozusagen funktioniert das wie ein Backofen und das wird ein Nudelauflauf. Ganz nebenbei, dass das Ganze super gut schmeckt, ist es jetzt auch ziemlich warm im Wohnmobil, 20 Grad. Das kommt jetzt nochmal wie lange auf den Backofen, Jess? Bis der Käse geschmolzen ist. Ich denke, 10 Minuten vielleicht. Und was tust du jetzt noch drauf? Jetzt nur Topping Creme Fraiche und Käse. Oh. Heiß? Na, bei dem Dampf könnte man sich denken, dass es heiß ist. Und bei uns läuft schon Weihnachtsmusik. Darf im Dezember einfach nicht fehlen.